Während der Lauf unterwegs ist, ehren wir ganz schnell unsere vier schnellen Sprinter des VfL Sindelfingen. 41,44 Sekunden für die Sprintstaffel des VfL Sindelfingen. Patrick, du bist wieder dran und dann geht es zügig weiter mit den Frauen auf die Siege und den Kindern. Ja, ich bitte auch noch Athleten, kommt zur Siegerehrung, bevor wir auf die Rundbahn gehen. Weibliche Jugend U16, 800 Meter. Anastasia Kuchnetikova, Johanna Behrens, Katharina Welker und in der U14 Marie Kassmeier, Sarah von Malkinrott und Janina Ruf. Denise Schumacher mit dabei vom gastgebenden LV Blitzhausen 2012. Sie will unter 3 Minuten laufen. Und da schauen wir mal besonders, wie ihr das gelingt mit ihrem athletischen langen Schritt. Wenn ihr mal auch geschafft, dann geht es weiter mit der 5-1-1-1-1 der Frau. Und da wird nochmal gekämpft um die Positionen hier, wenige Meter vor dem Ziel. Aber wir konzentrieren uns mal auf Denise Schumacher hier zu Hause. Sie schafft es, ich denke, sie schafft es nur angehalten, unter 3 Minuten, trotz Strafe noch. Also, hier beim Heimspiel eine super Zeit, über 1000 Meter bei den Frauen. Geiles Rennen. Sehr gut gemacht.